Moin Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, sind wir hier auf dem Bau für Firmengelände und es ist natürlich nicht das Hauptfirmengelände, sondern nur eine Nebenstelle, aber hier hinter steht das Fahrzeug, was wir im letzten Video bekommen haben und da möchte ich mal mit euch heute ein bisschen näher drauf eingehen. Und wir sind natürlich jetzt umgezogen, also die Wache muss jetzt woanders hin, denn wir sind ja jetzt hier auf zum Gelände und da, wo wir jetzt uns befinden, da wo wir gebaut haben vorhin alles, ist ja jetzt Autobahn und so und solche Sachen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt aber erstmal los. Achso, nochmal zu funktionieren. Also es hat hier Blinker, hat alle, ja, hat auch einen Warnblinker. Und was haben wir noch da dran? Wir haben mit können hier mit irgendeiner Taste, ich weiß nicht mehr welcher. Müssen wir nur kurz gucken. Okay, das war sie anscheinend. So, dann können wir nämlich jetzt hier irgendwas noch machen. Genau, also hiermit können wir auch einen Lichtmast ausfahren. Der macht auch halt wirklich Licht, ne? Also, da könnt ihr sehen. Wenn er genau hinguckt, der macht auch schon Licht. Genau, dann würde ich sagen, wir stellen mal kurz wieder zurück. Denn, oh, jetzt habe ich eine falsche Taste gedrückt, sorry. Ich bin nämlich gerade auf mein Pad gekommen. So, jetzt fahren wir mal wieder ein. So, ich muss mir mal kurz was nehmen, deswegen wird es kurz mal klappern. So, also, weiter geht's. Genau, Funktion, alle Tore gehen natürlich auf. Wir müssen nur hier nochmal kurz das Heck ausmachen. Warnblinkanlage und sowas. Martinson hat's natürlich. Und Jupe auch. Genau, also, fahren wir mal los, würde ich sagen. Fahren aber erstmal ohne Blaulicht. Und ich glaube, bei dem Fahrzeug ist es so, dass man die Frontblitzer manuell anschalten muss. Genau, Keep it 4 kann man die Frontblitzer manuell anschalten. Also manuell dazu schalten, würde man es eigentlich so würde es zumindest in den realistischeren Sachen sein und ja. So, wir hoffen mal, dass wir jetzt hier nirgends anfahren. Und ja, auf jeden Fall, meine Freunde. Schöne Kiste, dieses Gefährt. Und jetzt muss ich mal hier einen kurzen Stück fahren. Vielleicht sitzen da Kiddies drin. Ach, da saß gar kein Kiddie drin. Der hatte nicht mal einen Beifahrer. Na gut. Vielleicht wann anders mal. Okay. Und zack. Und zack. Leute, mein... Nein, scheiße. Mein Lenkrad hat geklemmt, Leute. Mein Lenkrad hat geklemmt. Da hat sich ein Kabel drin verhangen. So, da wir eh grün hatten, sind wir jetzt trotzdem gefahren. Machen wir es, glaube ich, wieder aus. So. Das geht natürlich hier schön weiter, ne? So wie es sich auch gehört. So. Wir hupen nochmal eine Runde. So, da vorne stehen auch noch andere Fahrzeuge von uns. Aber ich würde sagen, wir machen mal kurz einen kleinen Trick. Und zwar den Trick 17. Das war ein Fehler. Das ist mein Trick 17. Und tschüssi. Und Trick 17 ist geklappt. Wir sind da, wo wir hin wollten. Und ja. Würde ich sagen, ich beende hier das Video an dieser Stelle natürlich nicht. Ihr wollt bestimmt auch die Innenausstattung sehen. Und das machen wir jetzt auch. Ich muss nur erstmal kurz mich hier auf die richtige Position stellen.
So. Also gut. Stellen wir uns jetzt hier hin. So. Und zack. Wir machen hier mal das Tor auf, damit es auch so aussieht, als ob wir hier gerade frisch reingefahren sind. Was ich bei dieser Wache natürlich toll finde, was ich auch im letzten Video erwähnt habe, unbedingt mal anschauen. Vielleicht verlinke ich es euch auch am besten gleich noch unten, dann habt das gut, aber ja, also auf jeden Fall unbedingt nochmal das letzte Video bitte anschauen und würde ich sagen, wir schauen uns jetzt mal die Innenausstattung an. Denn natürlich hat dieses Fahrzeug ja auch, dieses Fahrzeug ist glaube ich sogar 3D ausgestattet, müssen wir mal kurz gucken. Aber meines Wissens nach ist dieses schöne Fahrzeug 3D. Ja, also hier Rettungsschneider natürlich gleich, weil es ja ein HLF ist. Und ja, ein bisschen Axt und so ein Kram. Das könnte man normalerweise im echten Leben anscheinend rausziehen. Also im Real Life. Das Fahrzeug ist ja von Oberstein. Ich gehe mal davon aus, dass es das in Oberstein wirklich gibt. Und ja, könnt ihr ja mal selber nachgucken. Und dann würde ich sagen, wir machen das hier nochmal auf. Ja, so ein Schlauchtragekorb, den braucht man immer. Da unten sind meistens drei Verteiler, also nichts Interessantes. Schläuche über Schläuche, genau. Das ist so ein Schlauchfach. Typisches Schlauchfach, sage ich mal. So, nochmal kurz hier hinten an die Heckeinbaupumpe gucken. Was es hier so Schönes gibt für uns zu entdecken. Eine sehr detaillierte Pumpe auf jeden Fall. Ja. Okay, das hat schon was, ne? Dann gehen wir mal kurz hier weiter ran. Noch weiter ran. Ah, das war schon wieder zu nah dran. Ja, also hier muss man echt drauf achten, wollte ich sagen. Dass man hier nicht mal plötzlich auf dem Fahrzeug steht. Deswegen müssen wir uns noch ein. Ach, jetzt klappt's auch. Gut. Geil. Dann können wir jetzt weitergehen. Also Lichtmast habt ihr ja schon gesehen, ne? Lichtmast ist jetzt nicht mehr besonderes. MOS. Feuerwehr. Warte mal. Genau, Freiwillige Feuerwehr. Dieses Fahrzeug stammt also aus einer Freiwilligen Feuerwehr, gehe ich jetzt mal so stark davon aus. Genau, von hier aus kann ich Lichtmast, glaube ich, nur anschalten, nicht ausfahren, oder? Ach, hier fährt sich der Lichtmast sogar gleich aus. Und guckt mal, der fährt sich sogar weiter aus, als wenn wir ihn drin ausfahren. Ja, geil, das müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Wir holen mal wieder rein. Ach, wir wollten hier noch reingucken. Also hier sind ganz viele Strahlrohre. Einen Schnellangriff haben wir hier. Schläuche, okay. Dann machen wir jetzt mal ganz schnell einen kleinen Switch. Machen das eine Tür zu und das andere auf. So. Bindemittel. Ganz viele Strahlrohre haben wir hier wieder. Ein Unterflurhydrant. Ansaugkorb. Noch ein, halt den Zumischschlauch. Hier, es ist sogar da oben. Das da oben ist der Zumischer, nicht der an. Genau, das ist. Da muss man den Kanister direkt bis nach vorne tragen. Verstehe ich nicht warum. Also es ist kein Ansaugschlauch. Die Ansaugschlauchtechnik scheint irgendwo anders versteckt zu sein. Den gucken wir jetzt einfach mal hier rein. Ich gehe nämlich davon aus, dass dann hier Ansaugschlauchtechnik drin ist. Ja, hier schönes Stromaggregat. Auch keine Ansaugtechnik, aber Kettensäge habe ich ganz oben gesehen. Ja gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von euch und wartet kurz. Also ich würde sagen, lol, das sind ja zwei Lichtmäste. Guckt euch das mal an, Leute. Der Lichtmast ist jetzt plötzlich vorne, Alter. Lol. Ich muss mal kurz was austesten. Lol, der Lichtmast ist einfach nach vorne gebackt. Ja, das ist ja auch schon mal ziemlich geil, finde ich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, schaut euch bitte unbedingt das letzte Video an und ciao. Hier nochmal, schöner Artego übrigens. Vielleicht skinne ich den sogar nochmal um. Also, macht's gut und bis dann.